Oh, ich habe durchsichtige Beine. Haha. Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ja, neue Folge, neues Glück, wobei das Glück nicht gerade so überwiegt momentan. Denn wir sind ja in der Version 0.14.2 und mir ist heute aufgefallen, die Glitches, die wir auf den Servern hatten, sind auch bei der 0.14.2. Mir hat es vorhin einmal die... Also ich habe meine Ausrüstung übrigens wieder, deswegen seht ihr hier oben, was ich letzte Folge angefangen habe, ist weg. Ich habe meinen alten Spielstand wieder geladen, wo ich meine Ausrüstung wieder hatte. Der Sari war vorhin ganz kurz drauf, der hat hier vorne ein bisschen was gemacht. Und wo war denn das jetzt? Der Philipp und der Dave haben sich hier eine Schachtel gebaut. Ja, die sind eben gerade abgehauen. Ich bin ganz kurz offline gegangen, weil ich Aufnahmeprobleme hatte. Ja, wenn wir wieder reinkommen, waren sie weg. Na gut. Ja, das Glitch-Problem. Es ist auch in dieser Version. Liebes Mojang-Team, warum bekommt es nicht gewaffelt, eine ordentliche Version rauszuklatschen? Zumindestens, das andere habe ich verstanden, das war eine Alpha-Version. Aber das hier ist ja, na gut, es ist eine Beta-Version, aber warum klatscht ihr... Weißt du, bei den gleichen Fehler rein. Ich meine, die 0.14.1, ja, also, die war ja recht stabil. Dann kam die Alpha, also 0.15 Alpha, die Realm Alpha, und die haben den ganz fetten Fehler gemacht, dass alles rumglitscht. Danach haben sie die 0.14.2 rausgebracht, was sich geändert hat, der gleiche Glitch ist drinne. Es funktioniert einfach nichts. Das nervt mich. Und wie mich das nervt. Da, oh, ich könnte auseinanderfliegen. Vorhin schön meine Spitzhacke, Diamantenschaufel gehabt und schwupp, weg war's. Jetzt stehe ich natürlich in dem gleichen Moment, wie ich vorhin wieder stand. Ich hab nichts mehr. Mir hat's vorhin alles weggeglitscht. Ich habe mich jedes Mal gewundert, was los ist. Warum verschwindet bei mir permanent alles? Ja, es lag also nicht an den Servern, sondern an der Version selbst. Na prima. Ich habe echt Angst, dass mir diese schöne Welt, die wir schon erbaut haben, ja, kaputt geglitscht wird. Ich meine, man hat sich ja ein bisschen Mühe gegeben mit der Map. Ich habe ja auch gesehen, dass viele sich gefreut haben. Gut, über das MacBook haben sich nicht so viele gefreut, dass ich mir ein MacBook besorgen will. Wegen Skandale hin und her und sowas alles. Aber ich brauche das Ding nicht zum Zocken, sondern wirklich zum Videoschneiden. Und der Akku muss 10 Stunden halten. Ich habe auch gesehen, ja, hol dir doch ein Acer V3. Ein Acer V3 mit dem Plastikgehäuse. Mit meinen Arbeiten würde das Ding schmelzen. Ich habe ein MacBook, habe ich auf 100 Grad gebracht. Und, ja, ohne Scheiß, ein MacBook habe ich auf 100 Grad gebracht und ich hatte vor kurzem ein Dell XPS 13 und darauf wollte ich ein paar Render-Dinge machen und, ja, habe sozusagen den Akku kaputt gemacht. Es wurde ein bisschen zu warm für den Akku auf zu lange Zeit und ich brauche wirklich ein Notebook, was 100 Grad aushalten kann. Da, ich meine, das Notebook, also das... Das MacBook, das läuft allgemein auf 100 Grad, da kann man nicht viel falsch machen, sag ich mal so. Nee, ich brauch's wirklich für Videoarbeiten und das, also mit Final Cut Pro, das gibt's ja leider nur auf Mac und damit möchte ich am meisten arbeiten, weil ich da auch, sagen wir es so, auf Arbeit mitarbeite. Und das gibt's leider nicht auf Windows. Und das ist das Problem, damit kann ich wirklich die besten Videos schneiden. Zumindest besser als mit Adobe, was ich jetzt momentan verwende. Steht ja auch in meiner Kommentarleiste, falls wieder die Fragen, mit was renderst du eigentlich? Das steht immer unter dem Video. Immer. Alle denklichen Fragen, die man stellen kann, stehen unter dem Video. Ich muss es zwar mal wieder schreiben, aber ja, da stehen sie wirklich. Gut, da haben wir das hier oben schon mal ringsrum fertig. Ich habe mir jetzt schon ein paar Steine besorgt. Die können wir jetzt nochmal anders aufstellen. Vorhin das mit dem Holz, das sah, also was wir letzte Folge hatten, das sah ein bisschen schäbig aus. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann mach ich das halt anders. So. Ja, ich mache gleich die Verbindung komplett durch. 3, 4,
Film? Das wird noch anders, passt auf. Aber jetzt habe ich einmal genug Steine und das will ich jetzt nutzen. So, zack, zack. Ich habe schon die Ecken ein bisschen ausgeglichen, ohne dass ihr dabei seid. Also ich habe da ein bisschen offscreen gearbeitet. Ziehe ich hier nochmal hoch. Warte. Zip, zip. Ich weiß, jetzt hängt der die ganze Zeit da oben. Das ist doch voll langweilig. Ja, also ich will hier oben mal langsam fertig werden. Also ich hänge hier schon fast über einen Monat. Na gut, die andere Version war dazwischen gekommen. Aber das... Oh, mit den Glitchen, das nervt. Ich meine, manche freuen sich, oh, da können wir uns Diamanten erglitschen. Ja, aber es macht keinen Spaß mehr, nach irgendwas zu suchen, wenn alles schon da ist. Und das habe ich schon mehrmals gesagt. Glitches und sowas nervt. Es nervt mich tierisch. Wenn ich irgendwas bekomme, will ich nicht durch einen Glitch haben, sondern will es wirklich auch erreicht haben, dass ich es selber erfarmt habe. Ich ziehe das jetzt einfach mal so. So. Ich mache hier runter. Ach komm, leck mich doch am Buckel. Ah, statt das fällt jetzt alles wieder komplett runter. Warte. 1, 2, 3. Habe ich noch welche? Habe ich noch welche? Hä, ich hatte doch mehr gehabt vorhin. Ah. Stimmt ja. Ich hatte ja vorhin verteilt, wo die beiden vorhin auf den Server gekommen sind. Jetzt fragt mich nicht, wie wird der Server gemacht? Das steht auch unter dem Video. Ich hatte mich hier hochgebuddelt. Moment, Moment. Ich hatte nämlich extra, warte mal, ich zeig's euch mal ganz kurz. So, ich bin wieder unten. Aua! So, warte. Ich hatte da unten extra ein Schild aufgestellt, ne? Ihr seht schon, das Gras da vorne wächst. Aua, 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 gerade erst noch nach. Ich hatte ein Schild aufgestellt hier. Ganz professionell. Ihr baut links hinter dem Berg. Das erste, was alle machen, wenn sie reinkommen, rechts laufen. Und jagen jedes Mal alle meine Straßen in die Luft. Und warum schwebt das Ding hier? Aua, aua. Der Kaktus ist noch da. Guck. Das ist nicht der Typ, der schießt nicht auf mich. Das ist der Kaktus. Da. Der Kaktus hat sich getarnt. Oh Mann, Alter. Oh, ich hoffe, dass bald ein Update kommt. Die haben die Version so zerschossen. Das ist der Wahnsinn. Wie geht das? Wie kriegt man das hin? Oh, warte mal, ich muss hier erstmal was entsorgen. Ich schmeiße mal das Gluppe hier rein. Und ich krafte mir was. Ich krafte, krafte, krafte. 1, 2, 3, 4. Dann mache ich mir... Ich dachte, da steht einer neben mir. Ich habe eben schon den Schock meines Lebens bekommen. Warte mal. Ich muss jetzt mal durchhauen hier. Oh, da tut mir auch jedes Mal der Finger weh. So, nimm das mit. So, jetzt haben wir genug davon. Ich will jetzt oben nicht alles aus Steinen bauen, aber ich will zumindest mal ringsrum was machen. Und habe noch keinen wirklichen Plan, wie ich das überhaupt anstellen werde. Ich bin genauso gespannt wie ihr, was dabei rauskommen wird. Das hört sich erstmal schlimm an. Da denkst du dir, macht der Typ eigentlich alles ohne Plan? Ja, macht er. Ich drücke auch auf die Aufnahmetaste, ohne einen Plan zu haben, was ich überhaupt vorhabe. Macht auch nicht jeder, das weiß ich. Ihr müsst, wenn ihr wirklich irgendwann mal... Aua, aua, da, 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 da. Na, das ist doch mal das Ding. Wenn ihr irgendwann vorhabt, alalalala, selbst Videos zu machen... Dann seid einfach spontan. Das funktioniert am besten. Hau ab da unten. Ich sehe, dass du da hoch willst. Du alte Pissbremse. So. Ha, zieh ich nochmal weiter hier. Ja, das sollte ein Hotel werden, ich weiß. Für wen weiß ich aber auch noch nicht. Es wird hotellig. Hotello. Die beste Marke der Welt. Die Werbung kennt eh kein Schwein mehr. Da seid ihr alle noch viel zu jung. Und die, ja, die doch etwas älter sind, haben bestimmt was anderes verbracht in ihrem Leben, als Werbung zu gucken. So. Ja, Werbung ist ein Teil des Lebens, deswegen gucke ich kein Fernsehen mehr. Dafür habe ich permanent Werbung auf YouTube. Aber ich bin da nicht so ein Assi, der einen Adblocker hat. Also es gibt ja immer Leute, die haben Adblock drinne, um
ja, keine Werbung zu haben bei YouTube und sowas, alles drum und dran. Ja, was ich eigentlich recht gemein finde, weil die YouTuber an sich, die geben sich ja in irgendeiner Weise ja Mühe, um den Content zu machen, und Adblock, ja, nimmt einen die Werbeeinnahmen auch weg und machen sozusagen YouTube ein bisschen kaputt. Will ich nun mal so gesagt haben. Jeder soll sich schuldig fühlen, der Adblock nutzt. So. Leck mich am Brummer, das vergeht aber echt schnell alle, ne? Ich verbrauche zu viel. Übrigens, ja, ihr habt schon gelesen auf Tawaita. Die Twitter haben natürlich, die haben es natürlich gelesen. Ich werde höchstwahrscheinlich bei der PC-Version auch einen Multiplayer-Server starten. Ich weiß bloß noch nicht, ob ich aufnehme. Also ich mache drauf was. Ich werde, gut, PC bin ich ja mittlerweile öfter online als auf Android. Das liegt da dran. Ja, man ist auf Arbeit ja nicht gezwungen, immer permanent zu arbeiten, ne? Macht das nicht nach, Leute. Das ist ein Kündigungsgrund, aber mein Chef weiß es. Deswegen ist mir das egal. So. Zack, zack. Ja. Jetzt fragt nicht, was arbeitest du? Ich will da auch arbeiten. Nein, wollt ihr nicht. Ich will meine Ruhe auf meinem Arbeitsplatz. So. Lalalala. Sagen wir es so, wenn du vom PC arbeitest, dann kannst du auch ab und zu mal zocken. Ist zwar nur Minecraft, was ich mache, also zocken kann man das nicht nennen, das ist einfach nur rumblödeln, aber ja, hab mir jetzt so ein, wie soll man sagen, so ein 8-Mann-Server erstellt, wieder mal, wie damals, und darauf daddel ich ein wenig. Zwar noch mit mir selber, aber mal sehen, wer dazu kommt. Jetzt fragt nicht alle, ich guck da bei Twitter, such mir die Leute raus, mal gucken, wer lieb und nett ist. So. Da nehme ich aber nicht auf, weil da kommt das Gejammer wieder von allen. Du sollst doch Minecraft Pocket Edition spielen, das ist doch viel besser. Eigentlich nicht, aber es ist handlicher. Die meisten, die sowas schreiben, die haben einfach nur keinen PC oder keinen Laptop. Deswegen. Aber ich denke mal, PC, Minecraft, YouTuber gibt es schon so viele. Da muss ich mich nicht auch noch reinhängen. Und deswegen mache ich das einfach privat für mich. Sehr lange. Sehr viel. Aber, naja. Was wollte ich jetzt oben fürs Dach? Ich wollte eigentlich Holz, ne? Ich habe aber den anderen beiden Pappnasen vorhin mein ganzes Holz gegeben. Ich packe erstmal Stein weg. Das werden wir später sowieso noch brauchen. Ja, voll. Ich nehme mal den Dreck mit. Den muss ich sowieso irgendwann mal wieder in die Lava donnern. Oder zumindest irgendwo hinpacken, wo ich was ablagern kann. Also wenn jetzt irgendwie wieder Löcher gestampft werden, ich kann da vielleicht eine Kiste am Startpunkt hinlegen, wenn sie mir wieder die Straße zerschießen. Das nimmt ein bisschen Form an. Was ist das da eigentlich? Was ist das? Warte. Ja, na klar, auf die Entfernung siehst du Pisser mich wieder. Komm her, du Sackratte. Stürze. Jetzt schießt der andere auf mich. Warte. Warum? Da vorne ist doch alles ausgeleuchtet. Wie kannst du denn da rumwurscheln? What's your fucking problem? Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was ist dein dummes Problem? Da wohnt doch gar keiner. Warum klopfst denn du an der Tür? Die haben alle total die Macke hier. So, warte mal. Ich müsste ein bisschen was, geht das? Warte, ey, das muss doch dazwischen. Geht das? Ich bekomme alles wieder zurück. Was soll denn das? So geht's. Ja, bleibt alle da. Nicht wieder zu mir kommen. Alter, es liegen die alle da unten. So, dann mache ich das mal anders. Habe ich irgendwo Holz? Nee, habe ich nicht.
Was haben wir hier drin? Ach, hier haben wir ja die Kohle immer reingeschmissen. Warte. Ach komm, die packen wir erstmal in irgendeine Kiste. Am besten in meinen Briefkasten. Der Zukunftscloud wird sich dann wundern, warum der überall Dreck hat. Mann, was ist denn dein Problem? Der wird sich dann wundern, warum da überall Dreck drin ist. Aber das soll ja nicht mein Problem sein. Da kann ich mich später drum kümmern. Später drüber ärgern. Ja, okay, ich kies gleich noch mit. Ich brauche Holz. Wie viel Holz habe ich dann noch in der Bude? Na komm! Holz, wo hatte ich denn das? Alter, das ist alles so lange her, ne? Hier habe ich ein bisschen... Hulf. Ach, hier. Dann nehmen wir das Miet. Das hatte ich eigentlich schon mal oben. Aber es wollte nicht da oben bleiben. So, Holz, 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 Holz. Und ich nehme mal eine Leiter mit. Dann kann ich da nämlich hochkraxeln und vielleicht gegebenenfalls Kisten, das kann ich auch noch mitnehmen. Und Türen kann ich auch noch mitnehmen. Ach, Holz kann man überall gebrauchen. So. Nö. Reicht. Huch. Ah! Das Glühwürmchen verfolgt mich wieder! Hilfe! Hilfe! Glühwürmchen! Ah, ich hab's in der Tür abgeschüttelt. Das sind gemeingefährliche Glühwürmchen. Die haben mich schon so oft zu Fall gebracht. Müsst ihr euch mal vorstellen, es gibt in echt Erfahrungspunkte. Solche Dinger, die permanent um dich rumschweben. Und du läufst auf eine Klippe zu und siehst es einfach nicht, weil dieses Glühwürmchen einfach permanent vor dir hängt und fällst dann irgendwo runter. So ist es mir nämlich öfter ergangen hier. Ich war nicht gerade schlau, den ganzen Dreck unten abzugeben. Hätte ich vielleicht anders machen sollen, denn ich muss mir jetzt einen anderen Weg suchen, um da wieder hochzukommen. Ich sag immer, nicht eine Schachtel bauen, ne? Aber noch schachteliger geht's nicht. Die haben sogar bestimmt die Seiten abgezählt. Mann. Ich weiß, das ist nur ein Safe House, aber ein Safe House kann man auch schön machen. Ja, das funktioniert, das kann man mir glauben. Man kann auch ein schönes Safe House machen. So, Freunde, jetzt mache ich das. Ich weiß, da an der gleichen Stelle bin ich letzte Folge hängen geblieben. Ich mache erstmal hier zu. Ah, stimmt, dazu brauchen wir den Dreck. Den müssen wir oben nochmal aufsetzen, damit es nicht ganz so behängert da oben aussieht. Ich wollte es nicht diskriminierend sein, deswegen sage ich mal behängert. Aber jetzt haben wir zumindest mehr Holz vor der Hütte als letztes Mal. Der Titten. So, hat der Titten gesagt? Nö. So. Lalalalalalalala. Irgendwie würde es bereuen, dass hier später irgendwas an Beleuchtung fehlt und dass mir irgendwelche Zombies hier den Arsch hochjagen. Oder zumindest Creeper. Wobei, ich habe bis jetzt noch keinen Creeper gesehen hier in der Zeit. Die anderen aber. Die haben dafür meine Straße wieder in die Luft gejagt. So. Und ich sehe, wir werden noch sehr, sehr, sehr viel Holz brauchen. Kacke. Warum bin ich auch so dämlich und mache hier Holzdecke ran? Ja, weil es schön aussieht. Nee. Das ist, weil ich Bäume nicht mag. Ich bin bei Red Peace. Der rote Frieden. Nicht Greenpeace, sondern Red Peace. One Piece. Two Piece. Three Piece. Creepies. Jetzt haben wir's. So. Ich weiß, heute labe ich extrem Gülle. Aber richtig extrem Gülle. Das liegt daran, wir haben es 0:47 Uhr. Da passe ich mich der Zeit an. Nimmt doch immer um die Uhrzeit auf, da hast du schon eine schöne Klatsche. Wäre eine Idee. So, machen wir oben nochmal den Rest hier Dings fertig. Ich muss mal ganz kurz auf den anderen Bildschirm gucken bei mir, weil gucken, ob die Aufnahme stimmt, weil manchmal habe ich immer das Problem, dass ich habe immer Angst, dass die Aufnahme irgendwie verkackt ist und ich das alles nochmal machen muss. So. Dann machen wir den Scheiß hier mal alle. Nicht so. Ich klopfe mit meinem Arm auf Holz. So. Ach, ich habe nochmal 50. Na gut, dann machen wir erstmal hier zu, dass das nirgendwo mehr reinregnet. Wäre sinnvoll, wenn wir
besseres Dach haben. Warte. Da kann jedenfalls kein Creeper mehr von oben runterfallen, wie in der einen Folge. Wenn ihr euch noch erinnern könnt, wo der Creeper mir von oben auf den Kopf gefallen ist und sich erstmal konstant in die Luft gesprengt hat. Nicht Konstantin, sondern Luft sprengen. Wunderbar. Machen wir hier nochmal den Rest. Ach, es nimmt langsam Form an, das Hotel. Das ist wie, wenn ein neuer Nettomarkt aufgebaut wird, dann sieht das anfangs auch immer so aus. Erst so die leichte Hofform und dann steht irgendwann der Einkaufsladen und ihr könnt euer Bier am Wochenende holen. Ne? Ne? Na gut, Freunde. Mach hier Folgenpause. Ja, wir haben schon mal einen leichten Rundumblick. Nicht, ja, aber du hast viel zu wenig gemacht in der Folge. Du hättest viel mehr machen können. Ja, hätte können. Aber wir mussten ja einige Dinge ausgleichen und mussten halb neu anfangen. Na gut, Freunde. Haut da rein. Wir sehen uns, denke ich mal, in den Kommentaren wieder und morgen im nächsten Video. Haut rein. Tschüss.